La, 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 la. Weiß ich nicht. Was? Hallo? Hallo? La, 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 la. Das ist halt so. Hallo! Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dead by Daylight. Ich hoffe, ihr hattet wunderschöne Feiertage. Wir sind mittlerweile nicht mehr in Deutschland. Wir sind ausgewandert, zumindest zwischen Weihnachten und Neujahr. Wir befinden uns gerade in Österreich und deswegen mussten wir ein bisschen vorproduzieren. Also nicht wundern, dass wir genauso aussehen wie in der Folge vor dieser Folge. Nein, in der vorigen Folge vor Ich dieser wurde vom Folge. Haus Ich bin getrennt. auch Ich wurde gefolgt. vom Haus Oh getrennt. Mann! Die Anmod musst du noch mal machen. Ihr habt gerade so eine schöne Anmod Super gemacht. Anmod. Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dead by Daylight. Ich hoffe, ihr hattet wunderschöne Feiertage. Wir sind mittlerweile nicht mehr in Deutschland. Wir sind zwischen Weihnachten und Neujahr weg. Deswegen, das hier ist wieder in Vorproduktion entstanden. Also nicht wundern, dass wir jetzt genauso aussehen wie in der Folge vor dieser Folge. Nee, vor der letzten Folge. Also wir sehen genauso aus wie in der Folge vor dieser Folge. Nein, vor der vorletzten. Egal. Wieder mit dabei ist natürlich mein Geliebter, mein Herzensguter und schnuckeliger Vito Martini. Martini? Was? Martini! Ich könnte auch mein T-Shirt ausziehen, dann sehe ich nicht mehr so aus wie in der Folge davor. Also in den Folgen vor der Folge davor. Ich mach das lieber nicht, ich hab nichts drunter. So, und ebenfalls mit Ich auch dabei nicht. ist wieder unsere Lizzie. Ja, halli, hallo und Martini hätte ich auch gern. Dankeschön. Oh ja, Hast du ich denn auch. was drunter? Eine Strumpfhose, zählt das? Was oben? Ja, oben habe ich eine Strumpfhose drunter. Einmal so rundherum gewickelt, weißt Natürlich, das mache ich immer. Wie war's? Meine BHs waren alle in der Wäsche. Ja, deshalb habe ich Strumpfhosen an. Geil. Geil. Das überlege ich mir mal. Das kommt bestimmt gut. Macht bestimmt auch einen schönen Busen. Vor allen Dingen, wenn du das dann rausziehst, weil sich das gelöst hat und immer mehr da rauskommt, wie bei Taschentuchtrickster. Warte mal, was? Wovon sprechen wir gerade? Du löst das und dann kommt da immer mehr raus. Mann! Ja, das Aber ist ich halt. Glücksspiel. Ja, das ist Glücksspiel. Wenn sie am richtigen Hebel gezogen hat, kommt da ganz viel raus. Oh Mann! So war das nicht gemeint. Ja, einarmiger Eigentlich. Bandit, hallo? Du bist auch ein einarmiger Bandit. Macht er dann auch Nein, so ich habe zwei lustige Arme. Geräusche? Hier, ich habe zwei Arme. Hat jemand eine Ahnung, wer es denn sein könnte? Oh, was habe ich denn jetzt gedrückt? Ich glaube, ich habe da eben jemanden gesehen, aber ich bin mir nicht sicher. Oh, es ist Dwight. Es ist Was? Dwight. Es ist Es Dwight? sieht nach dem Hillybilly aus, Nein, oder? das ist der Fallensteller. Ich wollte gerade sagen, hä? Das könnt ihr daran erkennen, dass Fallen auf dem Boden liegen. Es ist Dwight immer ist so jetzt ein Killer? ein kleiner Pro-Tipp von mir. Aber, Oh, da ist eine Mac! Die sind auch so gruselig, also. Den würde ich auch lieber aus dem Weg gehen. Ja, ich habe mich so vor der Mac erschrocken, dass ich den Fähigkeitscheck gefailt habe. Nee, so hässlich bin ich jetzt auch nicht. Er kommt. Oder das sind Killer, Falle und Bobby. Hä? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, such ihn! Oh, da ist er! Hä? Der ist vor mir vorbeigelaufen. Der will einfach nicht Oh, zu er dir. kommt wieder. Ja, ich guck mal von außen zu, ne? Wieso bist du aus der Map rausgepackt? Arsch. Ne, der schlawenzelt hier immer noch rum. Wo seid ihr denn? Apropos von der Map runterbuggen und von außen zuschauen, vielleicht sollte ich auch mal so ein Counter-Strike-Let's Play machen. Und er ist weg. Ah, da ist er. Da kommt er in meine Richtung. Gefällt mir mal nicht so. Ja, Vito. Also, Hallo Mac! Was? für PUBG bin ich immer noch zu haben, aber wir wissen, wie das endet, so wie beim letzten Mal. Ich Oh muss mich dann ja. mal ein bisschen reinspielen. Dann sehr gerne. Oh, auf PUBG hätte ich auch mal wieder Lust. Oh, Vito, das geht so schnell mit dir.
Das hört sich so falsch an. Ich weiß halt, welche Knöpfe man drücken muss. Oh, ah, wie so ist das also. Hast halt die passende Fernbedienung, ne? Ja, tatsächlich. Mhm. Kann er gut. Bitte. Hallo, Vido. Oh Gott, schon wieder ein Mac. So hässlich bin ich gar nicht. Na, oh, warte mal, lass mich mal dein Popo angucken. Nee, komm ich gerade nicht ran. Hey, meinst du... Nee, kacke, ich kann gar nicht... Nee, kann ich gerade nicht gucken. Sonst hätte ich es dir gezeigt. Ja, so vielleicht ein bisschen. Was geht bei euch? Vito, mehr als bei dir. Popo angucken. Ja. Okay. Vielleicht muss ich ein bisschen nach vorne bücken gleich, wenn wir fertig sind mit dem Generator. Bitte? Oh, da hinten läuft er. Für die bessere Sicht. Oh ja, ich sehe ihn auch. Da? So, warte, oh, warte. Wie er wackelt. Nein, nicht dein Schwanz. Den Puschi soll es mir zeigen. Ja, da. Siehst du? Da. Ja, warte, ja, aha. Guck mal, das ist ein Generator. Wo denn? Hier. Oh Gott. Lizzie. Ja. Geht's dir gut, Lizzie? Warte. Bisschen heiser. Ah. Kommst du in Stimmbruch? Ja, ich bin endlich 14. Geil. Sehr gut, Lizzie. Ich streng mich auch an. Das ist gut. Ich spiele das Palettenspiel mit ihm. Das gefällt mir nicht. Oh, Entschuldigung. Oh, Hilfe. War doch klar. Wie? 1000 Kilometer weg der Schlag, aber ich bin trotzdem noch getroffen worden. Wie weit ist denn der andere Generator? Wir sind gleich fertig. Okay, dann gehe ich schon mal zu einem Ausgang. Leute, der rennt einfach am Generator vorbei, das ist so geil. Vielleicht, weil er hinter mir her ist. Lizzie! Oh, so ein Noob, ey. Warum stirbt ihr denn jetzt? Nein, Spaß. Der Lizzie? Ja, Lizzie. Ich war gerade bei der tiefen Stimme durch die Heiserkeit so ein bisschen verwirrt. Ob Männlein oder Weiblein. Ich habe die Luke gefunden. Die ist hier in der Holzhütte. Geht ihr mal alle raus, ich nehme die Luke. Hä? Er ist irgendwo hier, aber ich sehe ihn nicht. Oh Gott, da! Oh, das ist aber nett. Hallo. Hau mich. Macht das linke Tor schon jemand Hau auf? Hau mich. Dankeschön. Ja, das linke Tor wird schon aufgemacht. Das linke Tor ist gleich offen. Aua! Ja, das linke Tor ist offen. Oh nein. Oh, Walke Yria. Oh, ist er jetzt doch ein böser Killer? Er war ja auch die ganze Zeit ein böser Killer. Oder nicht? You spin my head round. Right round, like a record baby. Right round, round, round. Er hat mich gehauen. Er haut uns alle. Oh. Ey, jetzt wird's kritisch, ne? Die Disco-Raupe. Was zur Hölle? Disco-Raupe on way to Mars. No! No! Was? Wie das aussieht? Nein! Nein! Ey, das kannst du nicht erzählen. Das ist jetzt nicht sein Ernst. Das ist jetzt nicht sein Ernst. Ich bin raus. Ich bin raus. Ja? Wäre ich mal bei der Luke geblieben, hätte ich euch alle retten können. Dein Ernst. Nein! Nein! Du kannst dich noch befreien. Nein! Nein! Komm, noch einer! Nein! Oh. Nein! 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 Das kannst du nicht kaum erzählen. So ein... Oh. Frohes Neues! Ich wollte noch einen haben. Ich habe ja gesagt, ihr sollt alle rausrennen, damit ich durch die Luke raus kann, aber nein, ihr wolltet ja unbedingt mit dem Killer spielen.
liegendes Rennen ein bisschen schwierig. Hat mir einst meine Mutter gesagt. Valkyria, bist du noch da? Ich glaube, wir sollten in die nächste Runde gehen. Na gut, dann lade ich euch ein. City Grifolle! Arschloch! Immer die Franzosen, ey. Entschuldigung. Das wäre jetzt rassistisch. Oh mein Gott, das geht los. Oh mein Gott. Ist das jetzt schon die neue Runde? Oder ist das die alte? Weiß nicht. Hallo, mein Name ist Kürbel der Frosch. In der Fernwelt. Hallo Kermit. Ja, wir haben heute einen Special Guest hier. Wir wollten es nicht erzählen, aber er ist heute hier ohne Miss Piggy, dafür ganz in grün. Hallo Kermit. Hallo. Das klang eher wie Mickey Mouse. Nein. Fick dich. So. Du, ach du, grad nicht, danke. Warum nicht? Ach, keine Lust. Achso, du brauchst ja zum Bedienen der Tasten. Ach, das schaffe ich auch zur Not mit den Füßen. Das ist genauso wie bei der Reha, ne? Einer von den Mitpatienten saß dann auf dem Weg zum Kino-Bowlinghalle neben mir. Ich bin gefahren. Der hat die ganze Zeit an meinen Knöpfen rumgespielt. Und immer, wenn ich das Leuten erzähle, dann fangen die voll an zu lachen. Aha, an deinen Knöpfen rumgespielt. Ja, ich verstehe schon. Ich konnte mich nicht konzentrieren, weil der so an meinen Knöpfen rumgespielt hat. Ja, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Scheiße, wo muss ich lang? Am besten zu einem Generator, würde ich dir empfehlen. Deshalb alle in den Keller. Alle in den Keller, da ist der Generator. Oh, erdrückende Präsenz. Ja. Es ist der Doktor. Steht er da draußen am Fenster? Hallo? Hallo? I'm running and I'm running away. Oh wow. Jump. Hä? Leckt der? Run away, never say goodbye, I wanna know the truth. Hallo? Das war nämlich! Wie dumm kann man sein? Das war nämlich? Was hat er gesagt? Das war nämlich. Das war nämlich. Mit H oder ohne H? Mit einem H hinten. Sehr gute Antwort. Er ist hier. Mac. Mac, er ist hier. Wo? Mac. Mit einem H oder ohne H? Mac ohne H. Nein, ich meine das hier. So. Ich frag mich, ob der den Haken findet. Hm, komisch. Hätte ich nicht mitgerechnet. Oh! Du bist sogar auf dem Präsentierteller. Auf einer erhöhten Position. Du kannst uns ja alle zuschucken. Zugucken, ja. Zuschucken. Oh, er kommt auch gleich Blutzuck. Hierher. Blutzuck! Blutzuck! Oh ey, das manchmal, wenn du diese Elektroschocks hast, ist das so nervig, wenn dieser Kreis sonst wo auftaucht. So, ist er, Ja, er ist bei mir. Oh ja, ich höre dich. Ja, mach doch das Ding nicht kaputt. Das war harte Arbeit, das heile zu machen, Kollege. Lizzie! Er hat daneben geheilt! Ja. Was ist das denn? Sag mal! Hilfe! Rettet mich! Lizzie! Rettet mich! Gleich heilen? Ja, komm, hau raus. So ein bisschen lebensmüde muss man ja auch mal sein. Ja, warum nicht? Sind wir das nicht immer? So. Nein! Wo liegt der denn? Da hinten. Da wollen wir also nicht hin. Nö. Keller. Wo geht man hier dann? Ja, auf die andere Seite, genau. Dann geht der Keller. Er hatte nicht gesagt, er ist im Keller? Du bist im Keller. Nein, ich hab gesagt, nein.
Dieser Schrei, hört er sich das an wie Keller oder eher wie Nein? Nein, ich meinte den Keller. Den Keller am Anfang, Keller. Als du gesagt hast, alle mal in den Keller, da ist der Generator. Nee, das war dieser Höhle. Glaube ich, ja. Dieser Höhle, Alter. Er hat Barbecue und Chili. Ah! Schrei doch nicht so, Frau. Schrei! Schrei so laut du kannst. Falsches Lied, bitte. Ist er eigentlich noch hinter dir her? Ja. Ja, er kommt gerade wieder zu mir. Ja! Oh, weil Kühe rennen natürlich wieder genau in meine Richtung, ey, das ist der Wahnsinn. Ja, macht doch da hinten mal eure Generatoren, bitte. Ja, meiner war schon fast fertig und dann kam er zu mir. Ich hänge. Nicht. Er kommt zu euch. Zu wem? Zu den beiden, die da am Generator sitzen. Okay, du hast ja noch ein bisschen Zeit, ne? Boah, alles gut. Ja, dann mach ich diesen Gen erstmal fertig. Mach mal. Ich glaube, Vito kommt gerade und holt mich. Ja, ich komm und hol dich. Vito, hol mich! Hol sie! Hol sie runter! Oh. Lauf, Fräulein, lauf. Der Generator da hier, der ist richtig easy angefangen. Ja, aber dann komm her und heil mich. Mann, diese Sonderwünsche. Da ist er. Okay, bleib hier, heil mich. Nee, lass mal. Ach, ich hasse es. Ah, Vito! Ist er noch hinter euch her? Ja. Ich dachte gerade, dass er noch in der D her ist und plötzlich... Nein! Oh! Ich kann nicht mehr spielen. Ach Gott. Ist er hinter dir bei Kühe? Nein. Hol doch mal hier Bill runter. Bei dem bin ich gerade. Oh cool, wir sind alle angehittet. Hä, ich kann den Bill nicht heilen. Was war das denn gerade? Irgendwie nicht so erfolgreich heute, ne? Bill und ich machen das gleich. Ach nee. Holt ihr sie mal runter, so du und Bill? Ich hab da so ein Problem an der Arschbacke kleben. Wo bist du denn? Da. Genau da. Oh. Oh, wir werden jetzt fast nebeneinander aufgehängt. Voll romantisch. Das ist sehr romantisch. Romantisch? Ja, sehr romantisch. Kommt er zu dir, Valkyria? Ja, kommt er. Ja. Willst du mich verarschen? Ich habe gedrückt. Ihr seid fast durch. Hallo, kann mich auch mal bitte jemand retten? Also ich nicht mehr. Danke, Vito. Ich bin auch bei dir. Okay, er ist hinter Vito her. Wo ist Bill? Bill ist, warte, bei einem Raben. Bei diesem komischen Möchtegern-Turm-Dings. Und will da jetzt möglicherweise den Gen anfangen? Ja, tut's jetzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch was wird. Ich bin immer noch mucksch. Der Killer eben war scheiße. Renn, Vito, renn. Ich geh auch heute nicht pennen. Denn irgendwas ist wunderbar. Alter, wir haben jetzt 4 angefangene Generatoren auf der Map. Der Vito ist ein Superstar. Renn, Vito, renn. Naja, er schreit etwas. Knapp daneben ist auch vorbei. Rennt er hinter Bill her? Ja. Nee, doch nicht. Er ist jetzt gerade wieder bei mir. Oh, das gibt's nicht.
Er kommt hierher. Du solltest laufen. Ich kann mich selbst heilen. Links ist er. Lauf! Lass mich! Ich geh doch jetzt da nicht ins Kreuzfeuer rein. Oh, danke, danke. So viel zum Kreuzfeuer. Heil dich. Ich glaube, er sucht mich noch. Heil dich, Baby, heil dich. Tschüss. Ich bin tot. Warte. Ja, Vito, jetzt musst du es richten. Ah, ich bin doch gar kein Richter. Richte die Lebenden und die Toten. Mano. Komm, noch Leute, einer. Wie geschmiert. Ihr schafft das. Sucht schon mal die Luke. Da ist die Luke. Wo? Vitos ist schon vorbei. Ja. Oh ja. Ich verfolge mal Bill, ne? Ich verfolge Vito. Hinter Baum. Ich bin eigentlich Michael. Und ich stehe jetzt auf der anderen Seite und guck ihm hinterher. Geil. Ja, so ist das. Ich glaube, sie will dich heilen. Ja, aber die soll mal weggehen, weil der hat doch Barbecue und Chili. Ach so, ja, der Killer ist übrigens hinter ihr jetzt, ja? Ja, ich weiß. Und das nur, weil sie dich heilen wollte. Ja, ich bin ja extra weggelaufen. Ich habe ja extra gezeigt, wo sie hingehen soll, aber nein, das hat sie nicht gemacht. Nee, habe ich nicht gezeigt. Kannst du doch gewinnen. Ja, sie hat's doch auch gesehen. Sie weiß, wo die Luke ist. Weiß sie das? Oh, es ist gemein. Sie rennt jetzt genau dahin, wo die Luke ist, damit sie da aufgehängt wird, oder was? Okay, doch nicht. Jetzt ist sie dran vorbeigelaufen. Lol. Der hat dieses Totem, dass du jetzt, wenn nur noch eins übrig ist oder so, dass du der Balken richtig schmal ist. Uh-oh. Hat jemand ein brennendes Totem gesehen? Nö. Mir leider leid. Leider leid. Boah, bei dem Spielstil wird mir schlecht. Jetzt muss ich erstmal das Totem kaputt machen. Das sagst du irgendwie bei allen. Oh, ganz schlimmes Video. Hä, wieso? Heinrich, bei dir kann ich irgendwie nicht zugucken. Da wird mir immer schlecht bei. Das liegt aber am Aussehen, ja? Ach so, ja. Gut, das kann natürlich sein. So ein Mann mit Bart, den... Ne. Ja, wer ist das überhaupt? Ja. Dieser Mann mit Bart. Keine Ahnung, wo der herkommt. Auf Malweide. Oh, da ist Farbe. Da unten ist Farbe am Haken. Farbe am Haken? Ja, da eben. Oder das Totem, der Haken, das der Totem müsste aber brennen, oder? Ja. Guck mal kurz, was es ist. Der ist so ein Killer. Ich weiß. Und ich glaube, der hat dich gesehen. Was macht... Leute, ich dachte, er dreht sich wieder um. Was macht Billy denn? Billy ist mit diesem Möchtegern-Turm. Ja, ich bin jetzt tot, ne? Hast du Kacke gemacht, Billy? Ja, Billy möchte jetzt wahrscheinlich die Luke. Ja, Billy weiß ja eigentlich, wo die Luke ist. Warum geht er zu einem Generator? Frag Billy, nicht mich. Oh, Billy, mir wird schlecht. Hör auf, so rumzuruckeln. Ja, aber Billy ist es wirklich nicht so angenehm. Oder? Billy, du weißt doch, wo die Luke ist. Billy Boy. Hä, bist du doof oder was? Da hinten ist ein Generator, der fast fertig ist. Ich stell mal eine ganz waghalsige Prognose auf und sage, dass Billy sterben wird. Ich glaube, da könntest du möglicherweise recht haben. Billy wird sterben. Billy wird sterben? Billy wird sterben. Schreiben wir das so ins Tagebuch. Billy wird sterben. Ja, genau. Heute ist der 29. ne? Okay. Falls ein Billy zuschaut,
Auch du wirst irgendwann sterben. Dran. Ja. Das ist, das ist einfach nur diese Fähigkeit vom Doktor, dieses Überladen. Von wegen, dass ein Generator mit Hilfe seiner Aktion da überlädt und dann man einen deutlichen schwereren Fähigkeitscheck machen muss. Aber das Ding ist so schmal, da musst du halt einen perfekten machen. Ja, das ist doch klar. Und wann habe ich das letzte Mal wann habe ich denn das letzte Mal einen perfekten gemacht, Alter? Aber jedes Mal überladen. Das ist mega nervig. Und ich renne die Dinger ganze Zeit durch die Gegend und suche einen Totem. Nee, und finde keins. Dann hätte ich auch einen Generator machen können. Ja, weil wenn du den einmal gemacht hast, dann geht's halt wieder. Okay, taktisch war das jetzt sehr klug, was Billy gemacht hat. Weil jetzt hat Billy drei Möglichkeiten. Ja, gut schon, aber... Ja, Billy kann jetzt auch einfach zur Luke laufen und fertig ist. Ist das der echte? Nein. Das ist nicht der echte. Das war doch der echte! Was? Billy ist doch nicht gestorben! Ja. Okay. Billy, du wirst doch nicht sterben. Du wirst uns alle überleben. Wow. Hat Billy gut gemacht. Billy? Gigi. 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 Billy. Billy! Das ist zu russisch für... Zu russisch für mich. Kann mir das... Raid Game? Warum? Warum sollten wir es raten? Na komm, hier, ich mach mal 5 Sterne. Nein, nein, ich meine, ich glaube, er möchte sagen, dass wir das Spiel in Steam bewerten sollen, damit er mehr tödliche Überlebende hat, die er töten kann. Warte mal, was wollte ich gerade sagen? Dass er mehr Überlebende hat, die er töten kann. So. Ich würde sagen, wir machen noch eine schnelle Runde, ne? Noch eine schnelle Runde? Ja. 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 Ist ja in 2 Tagen Silvester, dann ist das die ganze Welt hier. 2 Tagen schon. Dann ist das Jahr vorbei. Dann ist das Jahr vorbei und dann ist alles vergessen. Silvester! Feiern! Woo! Disco, Disco, Party, Party! Boom, boom! Boom, boom, seid, boom! Seid ihr in Silvester? An Silvester auch schon in Österreich? Da sind wir in Österreich. Ja, okay. Wir sind auch schon davor in Österreich. Ja. Ihr seid einfach dauerhaft in Österreich. Ja, boah, Alter, in Österreich darfst du nur 130 auf der Autobahn fahren. Ich weiß gar nicht, wie wir da bei unserem Ziel ankommen sollen. Wir sind jetzt auch schon am Überlegen, ob wir nicht sogar schon über Weihnachten wegfahren, weil... Weil. Grund hier einfügen. Nee, aber dann haben wir uns halt überlegt, man könnte ja vielleicht dann nochmal ein bisschen Skifahren oder so. Vito ist nämlich noch nie Ski gefahren. Was? Yep. Das muss geändert werden, eindeutig. Yep. Deswegen. Und ich meine, wie romantisch ist denn das bitte? Ich stelle mir das so vor, Weihnachten mit Fellen und am Kamin und Vito, join doch bitte mal in die Lobby. Und bin ich doch schon. So ganz romantisch mit Weihnachtsbaum und... Ach. Und dann ist da Vito. Ja, und Vito. Aber warum drückt ihr nicht bereit? Ja, das ist eine gute Frage. Weil du nicht da warst. Genau, ich bin die ganze Zeit da. Bist du nicht. Ich hab's auf der Aufnahme und ihr alle könnt das jetzt auch bestätigen, wenn Vito das Ganze drin lässt beim Schneiden. Lass ich aber nicht. Genau, jetzt können wir aber mal fragen, das sind unsere Pläne für Weihnachten. Was habt ihr denn an Weihnachten gemacht? Weil wir können ja jetzt nicht mehr sagen. An Weihnachten, das war jetzt gerade Silvester. Ja, aber es ist jetzt gerade Weihnachten gewesen. Stimmt. Ja. Ach, genau, was habt ihr Weihnachten gemacht? Was habt ich ihr werde dann gemacht? Wurdet ihr reich beschenkt? Habt ihr eure Familie genervt? Gehen. Ganz viel arbeiten. Ich hoffe mal, dass Vito mir jetzt ein Einhorn geschenkt hat zu Weihnachten. Du kriegst ein Einhorn? Ja, ich will ein Einhorn. Damit Samson jemanden hat, mit dem er spielen kann. Oh. Vito? Ja. Bereit! Drück bereit! Ja, Vito, Einhorn. Der kann das noch nicht so mit dem Nachhinein. Das kann man aber auch falsch verstehen mit dem Einhorn, ne? Oh, Alter. Ja. Vor allem ein Einhorn, damit ein Einhorn, damit Samson was zum Spielen hat. Ich kann mir durchaus einen schöneren Namen für mein Geschlechtsteil vorstellen als Samson. Oh, das wäre voll die Beleidigung, ey. Samson, das haarige Vieh aus der Sesamstraße. Ja. Ist das also?
Genau. Jetzt wisst ihr Bescheid. Show must go on. The show must go on. Na, na, na. Macmillan, wie sind das seufzende Lagerhaus? Bringt alle aus dem Haus, denn es ist draußen. Hat da eben schon jemand geschrien? Raus. Nein. Nein. Das war mein Gesang. Vielen Dank für die Beleidigung, Valkyria. Entschuldigung. Ja, da hat eindeutig jemand geschrien. Du Fotomodel-Timebomb. Oh, ich verfolge jetzt gerade Thomas. Aber die andere Thomas. Thomas. Oh nein, ich bin nicht so ein Arsch. Ich hasse das, wenn ich sehe Köpfe. Da hinten ist ein Kopf. Ich bin langgelaufen. Hat schon jemand den Killer gesehen? Oh, ich sehe ihn gleich. Vielleicht. S.I. S.I. Es ist The Spirit. The Spirit. Was ist nochmal The Spirit? Die Olle im Verbrecher mit dem Piratenarm. Ah! Genau das. Ah, die da mit dem Samurai-Schwert? Ja, genau die. Ah. Ja, sie ist ein Pirat. Oh, sie hat mich gesehen. Das ist jetzt drin. Oh. Doof. Doof. Ah! Ah! Sie ist ein Pirat! Entschuldigung! Der auch immer da gerade am Generator gesessen hat. Ja, das bin ich. Ja, das ist... Entschuldigung. Miss Piratin ist auch so ein bisschen... Oh. Dann bleib ich... Oh, nein, 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 nein! Das wäre jetzt ziemlich doof. Hä? Jetzt geht sie aber alle einmal durch, kann das sein? Ja, ist so. Bei mir ist sie noch nicht. Die Piratin ist hier. Oh, hallo, ja. Hübsche Dame. Hallo. Ja, manchmal. So, dann würde ich sagen, und so. Ist wahrscheinlich jetzt die beste. Oh, wer hat das Ding jetzt an mir abgeschmiert? Ah! Was? Warum schreit sie? Warum rennst du weg? Was passiert hier? Ich hab da gerade ein Dingskegel ge. Ja, deswegen schrei ich. Deswegen schrei ich. Achso. Den Ton kannte ich gut. Ja, läuft, ne? Hängst du am Haken? Oh, Mac, was machst du denn? Oh nein, sie ist bei mir. Ich hab mich an ihr vorbeigeschlichen. Sie ist immer noch mit weg. Nein! Es hat nur noch Mühe gefehlt. Ah, nein! Ah, doch. Ah! Ah! Jetzt da? Ah! 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 Du schreist so laut. Oh, das ist ein bisschen nah. Geh mal in eine andere Richtung, bitte. Bitte nicht in meine, ja? In welche Richtung läuft sie? Alter, in die Richtung von den beiden, die da nah beieinander sind. Okay, dann komm ich zu dir. Richtung Lagerhaus. Ja toll, doch Richtung mir. Ich rette dich. Hä, sie ist bei mir? Du hast mich voll verarscht. Die ist wirklich Richtung Lagerhaus gelaufen. Ich hab da nicht gesehen, dass sie zurückgekommen ist. Entschuldigung. Das ist jetzt ziemlich dumm. Dann hau wenigstens ab, damit mich hier jemand runterholen kann. Ja, ich muss. Ich mach jetzt gleich im Lagerhaus das Ding an, ne? Ja, was macht die ja? Dann könnte sie da vielleicht mal hinkommen. Ja, da kommt sie auch hin. Los.
Das war irgendwie nicht so schnieke. Danke. Oh nein! Sie hat mich ausgetrickst, die Blöde! Ich sagte danke, Vito. Sehr gerne. Das machst du gar nicht toll. Ich werde nicht sterben. Noch nicht. Aber ich werde es tun. Das wirst du nicht. Doch, werde ich. Wieso hingst du schon mal? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Aber die rennt so schön hinter mir her die ganze Zeit. Das gefällt mir nicht so. So, jetzt folgst du mir? Nö, du folgst mir. Weil da ist mein Generator. Sehr schön. Wo gehen wir danach hin? Ich kenne auch keine weiteren Generatoren. Aus der Richtung komme ich. Lizzie, wo bist du denn gerade? Bei der Tante, die irgendwie ein bisschen komisch im Kopf war. Ich habe da erstmal den Dings zu Ende gemacht und war ganz witzig. Sie hat mir zugeguckt, wie ich den... Scheiße! Oh Mann! Ist das wieder bei dir? Oh nein! Das macht doch keinen Spaß mehr! Das ist irgendwie doof. Haben wir denn irgendwo einen Angefangenen? Ja, sie hat mich entkommen lassen. Ja, vor meiner Tür ist einer. Wie gesagt, sie hat mir eben auch zugeguckt, wie ich den zu Ende gemacht habe. Also ist es ein netter Killer? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, aber nicht so wie unser erster Killer hier in der Runde, ne? Oh, hi. Hi. Oh, sie ist wirklich ein netter Killer. Sie ist ein netter Killer. Mal gucken, wie lange noch, wenn sie dann niemanden drinnen im Tod hat. Und wir vom Ausgang stehen. Ich wäre jetzt so oder so tot, wenn sie mich das nächste Mal aufhängt. Ich würde mal sagen, geh zum Ausgangstor. Ich? Oh. Ja. Okay, bin ich. Ja, dann mach doch mal. Sie kommt gerade straight auf mich zugelaufen. Ich bin gespannt, was sie macht. Ah, ist ja schön. Dann machst du dich schön auf. Ja. Sie hat jetzt erstmal gegen die Wand gehauen. Nee, ich glaube, sie ist wirklich ein netter Killer. Lizzie! Ja, bin hier. Hi, Fuß. Achso. Du rennst jetzt zum nächsten? Nein, ich setze Priorität. Palette? Hier, möchtest du unsere Punkte? Heil mich, befummel mich, komm, los, befummel mich! Ich befummel dich immer gerne, das weißt du. Ja, ich weiß. Vor allem, wenn du so stöhnst. Oh, für dich doch immer. So, und du? Dann suchen wir den zweiten Ausgang, würde ich sagen. Hey, Killer, Killer! Wut. Der andere Ausgang ist in der Richtung da. Aber ich spiele mit dem Killer gerade. Der Killer hat mich verloren. Wir haben eben gerade Paletten umspielen. Da ist er. Hallo. Hier. Hallo. Hier. Komm. Hier. Ja, Vito. Ja. Hau mich. Ist da noch irgendwo eine Palette? Oh, sorry. Hier hinten war eine. Was heißt hier hinten? Wenn ich wüsste, wo ihr seid, könnte ich das hin. Oh, Simu hat schon keinen Bock mehr gehabt. Wo haut sie denn da immer gegen? Ach so, du sollst das Totem machen. Das ist ja nett. Oh, hier ist noch eine Palette. Killerin, hier, hier. Ich hab einen schönen Werkzeugkasten. Hier hinten ist doch bestimmt auch noch eine. Da ist noch eine. Hier. Killerin? Hallo, hier. Bist du weg, Vito? Ja, ich wollte gerade durchgehen, aber du hast mich nicht gelassen. Oh, hier ist noch ein Totem. Hallo.
Ist sie weggelaufen. Oh. Ja, aber schön. Jetzt haben wir noch eine nette Runde gehabt. Mit einem wirklich netten Killer. Hoffentlich. Ach doch. Ja, ich glaube auch. Die hätte mich nämlich schon längst ausschalten können. Ich baue hier noch ein paar Haken ab. Mach mal. So, ich bin mit Entkommen bin ich auf dem Maximum. Valkyrie, wo bist du? Ich bin gerade an euch vorbeigelaufen. Ah ja, okay. Wo seid ihr denn so? Ich bin an der Lagerhalle und ich suche einen Ausgang. Ja, da bin ich auch. Ich habe einen gefunden. Ich nicht. Achso, das ist, glaube ich, der, den ich aufgemacht hatte. Ja, ja, doch, der ist das. Ich bin ja dafür, dass ihr uns nochmal haut und so. Ja. Damit wir uns heilen können. Sie will aber, dass wir rausgehen, oder? Hau mich! Hau mich! Dankeschön. Heilen wir! Ich heile Vito gerade bei mir. Was? Ja, ich befummel ihn, nicht dich. Sie ist so cool! Wie die Aasgeier, ja, einfach drauf. Wieder vereint! Schön! Wie das aussieht. Schön. Oh, deine Ringe machen richtig bling bling bei mir, Lizzie. Ja, so ist das. Bling bling. Bling bling. Machen wir gleich die Entenformation nach draußen. Ja. Und die Ente. Ente. So wie vor. Ente, 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 Ente. Danke. Oh, das war voll nett. Ich mag nette Killer. Ja, nette Killer sind was Schönes. Ich mag auch nette Keller. Also bekommt ihr von mir jetzt ein... Thank you so much. Ach, ganz salty? Ja. Danke. Ganz salty ist ja bestimmt deutsch, oder? Ja. Gerne. Ja, gerne, ja. Garantiert. Ja, cool. Wir haben jetzt aufgenommen 43 Minuten. Ich würde sagen, damit sind wir am Ende vom Part angekommen. Würde ich auch sagen, ja. Heute ist der 29. Dezember. Das heißt, in ein paar Tagen ist auch schon Silvester. Dementsprechend auch Neujahr. Also wünschen wir euch zumindest schon einmal hier in Dead by Daylight einen guten Rutsch ins neue Jahr. Rutscht nicht guten zu weit. Guten Rutsch! Genau. Rutscht nicht zu doll. Macht nichts kaputt. Genau. Macht euch nicht kaputt. Genau. Und passt mit den Böllern auf. Und den Raketen vor allen Dingen. Richtig, richtig, denn die Notaufnahme ist gerade an Silvester voll wie nie. Also bleibt bitte davon fern, ja. Das wäre ganz, ganz toll. Und wir freuen uns auch schon auf ein neues Jahr mit euch. Oh Gott, das klingt jetzt schon so, als ob... Ganz ehrlich, heute ist der 24. November. Und ich sage schon, wir freuen uns auf ein neues Jahr mit euch. Oh mein Gott, jetzt hast du verraten, wann wir vorproduzieren, ey. Hast du nicht gesagt. Entschuldigung. Gut, also. Es verabschieden sich von euch für dieses Jahr das letzte Mal. Mein lieber Vito, der Typ mit dem Bart, den eh kein Schwein kennt. Tschüss. Willst du noch was sagen? Tschüss. Das sind die letzten Worte, die du jetzt hier in Dead by Daylight... Die letzten Worte dieses Jahres, ja. Aber ich habe eben gerade schon da dazwischen gequatscht, so ein bisschen bei dir, von wegen, dass die Leute hier keine Raketen aus ihren Händen starten sollen oder so und auch nicht aus dem Arsch oder sowas. Also, hallo, es gibt lecker. Ja die ganz verrücktesten Sachen, ja, die du so hörst, wenn du irgendwie aus dem Krankenhaus der Geschichten hörst. Dementsprechend, also... Oder auch zwischen die Zähne stecken und dann, ne? Ja, wollen genau. Wollen wir auch nicht. Denn ihr habt nur ein Gesicht. Also passt auf euch auf. Feuer ist cool, aber nicht unbedingt immer das schönste Spielzeug, also. Wobei auch hier so Feuer in Kombination mit Alkohol ist auch sehr gefährlich. Ne? Immer auf euch aufpassen, ganz wichtig. Damit haben wir jetzt unseren akademischen Auftrag erfüllt, oder? Unsere Vorbildaktion, sag ich schon. Funktion, Aufgabe. Funktion, danke. So, und es verabschiedet sich von euch auch Lizzie. Tschüss und rutscht gut und macht all das, was Vito gesagt hat, nicht.
Achso, ich dachte schon, macht all das, was Vito gesagt hat, auf jeden Fall. Halt, nein, ja. All das, was Vito gesagt hat, nicht machen. Er hat ja gesagt, ihr sollt es nicht machen. Also sollt ihr es nicht, doch, nicht dann, machen. Ach, egal. Macht das einfach. Ach, egal. Wow. Also, vergesst das, was Vito eben gesagt hat. Nein, Spaß. Postet mal Videos auf Instagram mit dem Hashtag Vityria. Nein. Vityria feiert Silvestern. Genau, und dann wollen wir auch noch Tschüss sagen. Nein, Otto soll jetzt noch Tschüss sagen. Otto soll noch Tschüss sagen. Tschüss. Wunderbar. Damit sind wir am Ende des Parts angekommen. Wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Ganze hier anschaut. Ich kann nicht mehr reden. Und dann sehen wir uns zumindest mit Dead by Daylight nächstes Jahr wieder. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht jetzt gerade Projekte laufen haben. Ich denke mal, Vito hat vielleicht was am Laufen. Hallo, Sims läuft Vito immer. Hat also was am Laufen. Mit ja. Wem denn? Mit mir, schätze ich. Ja, richtig. Mit der Valkyria. Mit mir. Das kommt jetzt sehr überraschend, aber ja, er hat was mit mir am Laufen. Und gut. Sims läuft immer. Seitdem es gestartet ist, läuft es immer. Hoffentlich. Hoffentlich. Vito. Ja, das hoffe ich auch. Bleib dran. Das hoffe ich auch. Wir kennen das ja mit Vitos Let's Plays. Er fängt an und irgendwann so plötzlich, oh, von heute auf morgen ist kein Part da. Warum nicht? Naja, es passiert halt. So, jetzt aber wirklich guten Wir machen Rutsch. Das ja nicht hauptberuflich. Manchmal hat man eigentlich die Zeit dafür. Genau. So, also, guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein. Und damit verabschieden sich Vityria von euch. Ja, das war grammatikalisch korrekt, ne? By Dead, by Daylight. Also genau. Dann, bis zum nächsten Jahr. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Tschüss.